The international labor market is booming. Human beings, as workers, are a trading commodity. As a commodity, the workforce is worth more money than goods produced or raw materials. According to the World Bank, the capital of a country consists of 60% human resources. Der Markt wird der europäischen Arbeitsvermittlung sichtbarer, kann man das meines Erachtens damit gar nicht sagen. Germany. Approximately 43% of construction workers in Saxony-Anhalt are unemployed. Some are seeking work in foreign countries. Sie sind alle hier heute, weil sie eine wichtige Entscheidung machen müssen. Wir bewerben für das Projekt T5, das T5-Programm oder Terminal 5. Das ist ein neuer Fluglinien, den wir anlegen heute am Heathrow, und wir brauchen dafür Fachleute. Das sieht sich gut an. Ja, das freut mich. Das hört sich gut an. Aber das ist noch mit der alten Adresse wahrscheinlich. So, April ist der letzte Arbeit gewesen. Die Adresse, die Sie ja, 16. April diesen Jahres. So, von mir aus haben Sie den Job. Okay. Moment. Gut. Also Englisch spreche ich schlecht bis gar nicht. Also verstehen geht, aber sprechen ist eben... Das ist ein Problem. Also Englisch... nicht gut genug. Okay. Aber wenn das hier in Magdeburg landen kann, in so einem Crashkurs, dann sehe ich eigentlich kein Problem, das wieder aufzufrischen, so dass man sich dort verständigen kann. Und dann werde ich ihn gern mal auf Kurs schicken, weil das Englisch ist sehr wichtig. Sind Sie alle in England, ja? Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Herr Geil, tschüss. Hat Herr Geil? Und zwar beginnen wir bei Hans. I go shopping and I buy shirts and pears. Pears. I go shopping and I buy shirts, pears and aspirin.